Hüfgold, ist das was wert, das Gold, oder was? Dann werde ich gleich einmal analysieren, werde meinen Anlageberater fragen, wie das ausschaut, was es wert ist. Fragen wir gleich einmal, ne? Hüfgold, wie schaut's aus? Er sagt, das wird automatisch mehr, das soll ich drin lassen. Ja, lass ich drin, ne? Jetzt bin ich einer von den Platten, oder? Es ist psychologisch erwiesen, dass die, die am meisten sich beschweren über andere Leute, oft selbst betroffen sind. Ich bin nicht schwul. Ne? Mhm. Hab ich das jetzt gesagt oder gedacht? Wie war das jetzt? Ne? Kamera, haben wir das eh? Danke, wiedersehen. Ja, das waren unsere lieben Freunde von Maschek. Herzlichen Dank. So, wir kommen jetzt gleich zu unseren großartigen Gästen in der 182. Ausgabe von Willkommen Österreich. Zu uns kommen Deichkind und der großartige Fotograf Erich Lessing. Und was die eventuell miteinander verbindet, hat unser lieber Apotheker Edlinger für Sie herausgefunden. Na klar will jedes Scheißkind zu Deichkind. Auf der Bühne stehen Hüpfburg, Trampolin und ein überdimensioniertes Rum-Eisfass. Ein paar halbnackte Deichkinder werden per Bungee-Seil in die Luft gejagt, Plastik-Fasching-Hippies bauen an einer Maschinenzitze, setzen sich Pferdemasken auf und machen dazu Anschieber, Techno-Proll, Spaß-Rap, der irgendwie auch noch rockt wie Sau. Hauptsache egal, aber laut und ein Mordsturm-Zirkus. Die Deichkinder grölen gern didaktisch wertvolle Schularbeitsthemen wie Arbeit nervt oder Leider geil und üben sich in wunderlicher Premium-Poesie wie Bück dich hoch oder Befehl von ganz unten. Irgendwann schwebt auch noch ein Planschbecken über die Köpfe und die Revolution kann beginnen. Kein Gott, kein Staat, lieber was zu saufen, beziehungsweise kein Mensch ist illegal, alle müssen tanken. Ein Hoch auf die internationale Getränkequalität. Man merkt, Anarchie ist keine Lösung, aber keine Anarchie auch nicht. Davon könnte auch der Nazi-Flüchtling Erich Lessing ein Lied singen, wenn er seitdem nicht andauernd die Welt fotografieren würde, von den Stränden Israels bis zu den Balkonen des Heldenplatzes beim Staatsvertrag. Nun betätigt sich der Ex-Magnum-Fotograf und Herumstreuner durch halb Europa auch noch als Junggalerist. Schließlich ist man ja erst 89 und hat noch einiges vor. Meine Damen und Herren, jetzt kommt ein Weltstar zu uns, eine unglaublich charismatische Persönlichkeit. Er hat die ganze Welt fotografiert. Und wenn Sie sich nicht für Fotografie interessieren sollten, dann verlieben Sie sich bitte sofort, das ist ein Befehl von ganz unten, in seine Augenbrauen. Hier ist der unglaubliche Erich Lessing. Erich Lessing. Erich Lessing. Bitte schön. Ah. Ist das nicht schön? Wunderbar. Wunderbar. Durch so viel Jugendapplaus empfangen zu werden, ist wunderschön. Ja. Und jetzt wird es noch besser. Sie können Wein haben, wenn Sie wollen. Was kann ich? Wollen Sie Wein oder lieber Wasser trinken? Vielleicht beides. Ja, gespritzt. Je nachdem, was es für ein Wein ist. Es ist ein guter Wein, wirklich. Es ist echt ein exquisiter. Ich sag das. Na gut, dann probieren wir es aus. Ja. Ja. Obwohl, ich bin ja eigentlich reiner Wirkungstrinker. Ich trinke ausschließlich, um betrunken zu werden. Wie ist es bei Ihnen? Ich bin ein Gewohnheitstrinker. Ich gewöhne mich manchmal ans Trinken. Also solche Wasser... Also nur. Lass mal das. Ja, ja. Salve. Salve. Zum Wohl, Herr Lessing. Ich hoffe, ihr kriegt es genau aus. Herr Lessing. Lieber Herr Lessing, weil ich das angesprochen habe vorher, die Augen... Ein bisschen trüb ist, aber gut ist er. Ja, weil ich das vorher angesprochen habe, Ihre schönen Augenbrauen. Ja. Pflegen Sie die jeden Morgen? Nein. Solange die Kinder klein waren und die Enkel klein waren, dann haben sie jeden Tag waren sie angetreten, um Atatürk zu spielen. Ist es leicht, Menschen mit sehr, sehr massiven Augenbrauen zu fotografieren, weil die ja quasi wie ein Schleier über den Augen hängen? Naja, mit dem Schleier ist das so eine Geschichte. Wir haben ja alle einen Schleier, wenn wir Fotografien anschauen, nicht? Und überhaupt beim Fotografieren. Und den Schleier, wissen Sie, wenn ich sehr, sehr ärgerlich bin, dann kann ich ihn herunter. Das ist fantastisch. Aber haben Sie eigentlich jemals? Normalerweise nicht. Das war super. Rauf, bitte sehr.
Lieber Herr Lenz, haben Sie sich jemals selbst fotografiert? Nein. Das würden Sie nicht machen? Oh ja, ich habe nichts dagegen. Aber ich habe mich nie aufgefordert. Ja. Sind Sie einer dieser Fotografen, die ständig auch eine Kamera bei sich haben? Nein, ich gehöre zu jenen Fotografen, die nie eine Kamera dabei haben. Nie? Nein, das Leben ist viel zu kurz, um eine Kamera mit sich zu haben. Wer schaut schon gerne alles durch sowas an? Ja. Durch einen Sucher. Aber stimmt es, dass Sie in den entscheidenden Momenten oft gerade einen Film gewechselt haben, dass ja, Sie dafür genau. berühmt sind? Es gibt berühmte Bilder von mir, wo eine ganze Menge, eine Gruppe Fotografen steht, von einem ungeheuer wichtigen Ereignis, 4 oder 5 große Potentaten oder ja, Schauspieler. Und ich stehe in der Mitte und wechsle ganz langsam Film. Mir geht gern der Film zu dieser Zeit auf. Ich stand auch auf einem ausgebrannten Tank in Budapest 1956, da habe auch keine Film mehr gehabt. Neben mir stand der sowjetische Fotograf der offiziellen Zeitung und ich habe ihm gesagt auf Deutsch, sag, hast du einen Film da? Hat er in die Tasche gegriffen und mir einen Film gegeben. Also man muss nicht immer einen Film mithaben. Ja, aber das, man kann nicht sagen, dass Ihre Weltkarriere sozusagen auf Zufällen aufgebaut war, ne? Von Ihnen stammt das tatsächlich weltberühmte Foto von der Unterzeichnung des Staatsvertrages. Ja. 1955, das können wir uns hier ansehen. Aber das kennen Sie, kennen ja. es eh. Ja, das kenne ich. Ja. Aber waren die, damals die anderen Fotografen nicht alle oben am Balkon? Nein, nicht am Balkon. Alle Fotografen waren oben im großen Saal und wollten das Bild fotografieren der Unterschrift. Und ich habe mir gedacht, das hat dann nicht jeder. 30, 40 Fotografen, ich bleibe unten. Erstens, wer muss die Freitreppe nicht hinaufgehen? Ich bin viel zu faul. Bleib unten in der Menge und schau einmal, was da passiert. Was passierte, war ganz einfach. Ich wusste, oder ich war mir ganz klar, mit einem Balkon, so viele berühmte Menschen sind da. Der österreichische Bundeskanzler und Leopold Figl. Irgendwann werden die doch alle auf den Balkon kommen. Und so war es auch. Aber ist das Ihr, aus österreichischer Sicht zumindest, Ihr berühmtestes Foto, dieses Foto? Ja, eines der berühmten, sagen wir mal, eines der Ikonen. Es gibt ja eigentlich im Leben eines Fotografen nur wenige wirkliche Ikonenbilder, die normalerweise zu Hause spielen, wo alle Leute sie kennen. Denn außerhalb Wulka-Brodersdorf kennt ja niemand dieses Bild. Ja. Sie meinen zum Beispiel in Amerika, wo Sie viel waren, ist das Bild von geringer Bedeutung. Von gar keiner Bedeutung. Aber von Bedeutung ist zum Beispiel das nächste Foto, das wir hier haben. Das ist, glaube ich, ein Set-Foto von Moby Dick. Ja, das war's. Das sieht auch fast so aus, als wäre es die Unterzeichnung des Staatsvertrags. Es ist aber von... da wäre uns fast versoffen. Wer? Der Gregory Peck. Versoffen? Der Wal kann nicht, der schwimmt oben. Ja. Ja? Ja. Aber der Gregory Peck war drauf. Und der Wal wird ja gedreht. Und es war ein bisschen stürmisch. Ja. Und dann war plötzlich, wie der Gregory Peck unten war, unter Wasser nämlich, hat die Maschinerie nicht funktioniert. Da haben alle Leute ganz geschwind gedreht, dass ein sehr nasser Gregory Peck wieder heraufgekommen ist. Denn der Film war ja noch nicht fertig. Stellen Sie sich das vor, der wäre unten wirklich versoffen. Ja. Ich hätte ihn weitermachen. Ja, aber das Leichenfoto wäre natürlich um die Welt gegangen. Naja, das ist auch möglich. Ja. Ein weiteres Beispiel Ihrer ungeheuren Arbeit sehen wir hier, das ist Helmut Qualtinger, naja. Der sich aber hier nicht in Pose geschmissen hat für Sie, sondern Sie haben den einfach, es ist ein Schnappschuss. Oh ja. Sie haben schon gesagt, Helmut... Eines Tages habe ich dem Helmut gesagt, geh du, ich habe eigentlich von dir kein Bild. Wir gehen immer was saufen oder wir gehen immer in der Gegend herum oder streiten oder reden. Also ich habe kein gescheites Bild von dir. Und war nahm das? Die Kamera, ja. Meine große Plattenkamera auf dem Buckel, gesagt, jetzt gehen wir durch Wien und schauen wir mal. Ne? Und haben schaut und dann sonderbarerweise, das ist mitten in Wien und die meisten Wiener kennen den Platz nicht. Was ist das für ein Platz? Aha, Sie auch nicht. Ne, ich kann's Mölkerbastei. Wie? Mölkerbastei. Aha, ne, kenne ich nicht. Erster Bezirk? Ja, Beethoven hat dort gewohnt. Dreimal, weil er immer hinausgeschmissen wurde. Ja. Und haben Sie, wenn Sie mit ihm trinken waren, so wie er, auch Schnaps aus Krügergläsern getrunken? Haben Sie viel getrunken in Ihrem Leben? Nein. Das ist Schott und Schnaps.
Man zittert ja auch, oder? Für die Kamera braucht man eine ruhige Hand. Zittern ist sehr schön bei der Kamera. Das ist ein ganz großes Thema geworden. Bisschen unscharfe Bilder. Nur nicht so scharf. Aber das heißt, iPhone oder sowas haben Sie gar? Das ist ja verständlich. Schon. Ja, aber ich verwende es möglicherweise manchmal zum Telefonieren. Aber ich will mich an andere Leute fragen, sag einmal, wie geht es eigentlich? Was kann man damit noch tun? Aber ich kaufe das selbstverständlich, weil man muss ja modern bleiben. Ja. Auf dem Foto. Ja. Prost, Herr Lessing, auf Prost. Was ist auf diesem Foto zu sehen? Es ist Chruschtschow, der einen Baseballschläger in der Hand hält. Nein, ist das? Eine Axt. Eine Axt? Eine Axt. Haben Sie ihn beleidigt? Nein, ich nicht. Aber Sie erinnern sich vielleicht daran. Aber Sie waren auch jung daran. 1960. Ja, da war er. 1960 war er. Da war er schon in der Pubertät. Wurde in Paris. Danke, bravo. Ja. In Paris angesagt eine große Gipfelkonferenz der großen vier. Und die Russen haben beschlossen, sie kommen nicht. Zur selben Zeit hatte Chruschtschow beschlossen, er fährt jetzt durch die Gegend. Und aus irgendeinem Grund, zufälligerweise, wie immer solche Sachen durch Zufall sind, standen am Weg ein paar Arbeiter, Bauarbeiter mit einer Axt. Und der Chruschtschow hat die Axt ihn aus der Hand genommen. Und zufälligerweise war auch noch ein Baumstamm da. Wahnsinn, dass Sie sich an das... Sie haben ja so eine Art Anti-Alzheimer. Sie haben ein zu gutes Gedächtnis, kommt mir vor. Das ist ja unglaublich, dass in Ihrem Gehirn das alles gespeichert ist, was vor 40, 50 Jahren passiert ist. Sie können sich an jedes... Auch Detail 60. Erinnern. Auch 60? Genau, auch 70. Unglaublich. Ja, wie machen Sie das? Wie ich das mache? Ja. Ich lebe. Und... Das wird trainiert, jeden Tag Zeitung lesen. Manchmal schaue ich mir das Fernsehen an, manchmal auch das Radio. Aber warum eigentlich nicht? Wenn man denkt, kann man artikulieren. Wenn man artikulieren kann, kann man denken. Lieber Herr Lessing, darf ich eine Frage stellen? Ja, also Moment, wer redet jetzt? Wenn du erlaubst, was halten Sie von Menschen, die 100.000 Euro kriegen dafür, dass sie die höschenlose Paris Hilton fotografieren? Paparazzi. Ist das sozusagen für Sie, sind das Feinde? Das ist peinlich. Ja? Sehr peinlich und eigentlich gar nicht notwendig. Man fragt mich sehr oft, wieso ich so Konrad Adenauer, Nikita Chruschtschow so nahe kommen konnte und mit ihnen auch auf Reisen gehen konnte oder auf Versammlungen. Es war ganz einfach. Ich habe eigentlich nie einen Staatsmann oder einen Künstler mit heraushängenden Spaghetti aus dem Mund fotografiert. Ja. Wenn sie das niemals machen, dann spricht sich herum. Ja. Und ich bin, glaube ich, der Einzige, der den deutschen Kanzler kniend in der Kirche fotografiert hat. Weil er genau wusste, ich werde ihn so fotografieren. Das sind keine Spaghetti aus dem Mund. Aber wenn ihm dabei auch noch ein Spaghetti aus dem Mund rausgehangen wäre, dann wäre das Foto dann hätte ich ihn nicht fotografiert. Ja, weil die Würde des Menschen Würde. Das Wichtigste ist. Das ist überhaupt im Leben und nicht nur im Leben des Fotografen. Im Leben jedes Menschen ist es ja doch das Wichtigste, die Würde des Achten. Hätten Sie gedacht, als Sie mit 16 geflohen sind aus Wien nach Palästina, hätten Sie zu dem Zeitpunkt schon gedacht, dass Sie Fotograf werden? War das schon in Ihrem Kopf, dass Fotografie für Sie was Interessantes ist? Ja, aber ich habe viele andere Sachen auch gemacht. Was haben Sie noch Karpfen gemacht? Gezüchtet oder Forellen gezüchtet, haben Sie Dachse gefahren, Waffen geschmuggelt, Fallschirm geschmuggelt. Waffen geschmuggelt auch? Aber Fotografie... Aber wissen Sie, Fotografie ist ja eigentlich und vor allem Reportagefotografie ist ein herrlicher Beruf. Es gibt noch einen schöneren Beruf, Strandfotograf. Weil wenn Sie am Nachmittag fotografieren, ist der Strand voll mit kleinen Kindern, die immer ein gutes Sujet sind, aber zu jedem kleinen Kind gehört eine Mutter. Die Mutter sind normalerweise auch jung und hübsch, also haben sie die Mütter hier, die Kinder da und sind wirklich ein wunderbares Sujet. Sie haben jetzt mit 89 Jahren Ihre erste Galerie in Wien eröffnet, ist das richtig? Ja. Ist das nicht ein bisschen spät?